Der zweite gegen den fünften, der Verfolger von Eindhoven. Ja, heute nochmal ein Sieg. Aber wie gesagt, mit dieser Moral in Lens noch den Punkt zu holen, nach 0 zu 4 Halbzeitrückstand. Hast du die Riesenchance, das Ding noch zu gewinnen. Wenn der irgendwo reinspringt, dann steht es hier 5-6 und dann gewinnst du das Ding zum Auftakt. So, wir haben jetzt einige Spieler dabei, Spieler dabei, die ein bisschen angeschlagen sind. Ja, dann schauen wir mal, was Brettlo. Was machen? Naja, wie gesagt, das ist einfach nur jetzt gerade so ein bisschen. Oh, die rechte Seite ist komplett tot. Die rechte Seite ist komplett tot. Die muss mal getauscht werden. Hören wir mal auf die Bank. Zu Framberger für Höwe auf jeden Fall auf die Ersatz. Sonst brauche ich noch ein Rechtsaußen. Kobayashi definitiv mal. Ach. Ja, das ist einfach nur technisch, taktisch bedingt, das Ding. Das hat einfach nur technisch bedingte Ding. So. Gut. Ja, ich würde sagen, geh mal ran ins Spiel. Bleibt dabei zweiten. Vorbeigehen können wir nicht, aber vorbei, aber wenigstens Es dranhängen. rollt hier gleich endlich der Ball in diesem Duell, das die Fußballwelt wirklich elektrisiert. Beide Mannschaften wollen Das heute den Fußball Überraschungsteam aus zeigen, wollen das Tor Sittard. umsetzen. Also bleiben Sie unbedingt dran. Wir sind live dabei. Schaffen Sie das? Gleich werden wir es erfahren. Bleiben Sie dran. Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel für Geht's. Fußballfans. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und bei uns wird es heute ein Spiel aus der Eredivisie gehen. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Bei den beiden Teams ist Klar. Es ist immer noch der zweite gegen den fünften. Man will ja wieder ran. Ich will ja ran an die Gruppe da oben. Kobayashi. Und die lange Flanke, nee, die kommt zu weit. Ramann leider aus fitnesstechnischen Gründen heute nicht in der Startformation. Der Held von Lens, die Truppe hat es geschafft, wie gesagt, in Lens den Rückstand mit den 4 Tore-Rückstand gut zu machen. Bretlo. Heute mal im Kader, heute mal im Tor, der soll eigentlich im Pokal spielen. Aber der hat gesagt, hier Trainer, ich will heute mal spielen. Wie gesagt, Brettlo, der sagte ja, ich möchte Trainer, ich will heute mal spielen. Lass mich mal ran, ich zeig dir, was ich kann. Vielleicht mal mit den Toren, mit den Gegentoren, mit dieser Gegentorenflut aufhören. Also, das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja. Kobayashi! Bei den Fans, bei den Spielern ein wichtiges Tor. Der 17-jährige Japaner aus der eigenen Jugend. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann haben Sie diese Überzahlsituation. Ah, das machen Sie geschickt. Hayato! Kobayashi, sein erstes Tor. War eine Weile raus, weil er ja nicht fit war. Bei dem ist es halt auf Fitness, muss man ein bisschen achten. Halilovic. Der ehemalige. Spieler vom Hamburger SV.
Der sollte ja damals der neue Messi sein. Hat ja in Barcelona eine Weile gespielt, der Kroate. Aber hat nie wirklich an seiner Leistung, oder nicht an seine Leistung, an seine Erwartung nicht angeknüpft. So, jetzt kann man gelb geben. Jupp, gibt's auch. Makelo. Ja, da sagt er hier, ey Schiri, da kannst du doch mal mehr geben. Ne? Schiri sagt, es ist in Ordnung. Wie kann man da? Ja, aber ja, gut geklärt. Kobayashi. Der Torschütze. Kobayashi. Gute Idee, die Flanke durchzubringen, aber die kriegt er nicht da vorne vorbei. Jetzt hat er es zumindest. Jetzt haben wir es mal. Nummer. Wie sehr ist diese Mannschaft geschockt von der Niederlage gegen Twente? Da waren sie auch schon drauf und dran, wieder ranzukommen. Da haben wir ja mit 4-6 verloren. Gegen Lens haben wir ja nur 0-4 Rückstand. Und ich glaube 3-5 haben wir dann noch 5-5 geschafft und gewinnen fast diese Partie noch. Hier führen wir beim Tabellenzweiten mit 2-0. Ja, wie gesagt, es sind ja immer wieder Partien dabei. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, gut gelöst da, gut dazwischen. Gut verteidigt. Müssen hier weitermachen. Einfach unsere Leistung abrufen. Nicht wieder irgendwelche Dinger da hinten raus lassen. Damals. Erstmal zumindest. Ich damit. Kobayashi. Hayato Kobayashi. Ja, das war keiner dazwischen. Da war aber gar keiner in der Mitte. Das ist ja gut. Ist das mal weg dabei? Da ist der Ball hier erstmal weg. So, viel Platz für den Kunden. Immer sind da große Lücken in der Defensive. Er schießt! Oh, schon gerade noch über den Kopf. Was? Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Ach so. Warte mal, ich dachte mir gerade schon, er gibt jetzt 11 Meter noch am Ende. Nee, nee, das ist das Tor von Gallardo. Das taktische Foul. Da kommt die Ecke. So, kein kurzer Aufregung. Kopfball geht neben das Tor. So, Pause. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in der kleinen Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die Waffen. So, weiter geht's. Jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spiele. Kobayashi, der jetzt mal über die Seite ein bisschen geht, aber niemand dabei hat gerade. Ach, Leute. Da war ja gar nichts. Mal. Ja, das könnte man auch ein bisschen zu eigensinnig. Ja, das wäre auch so ein Kandidat gewesen, den ich gerne nach Feyenoord geholt habe, hätte. Zur Zeitung gegeben.
Unfassbar. Latte. Kobayashi. Klasse Zuspiel. Guter Ball auf Sönt jetzt. Guter Ball auf Sönt jetzt. Zu einfach. Guter Ball da auf Söntchen, der jetzt ein bisschen was probieren möchte. Und dann ist es Kobayashi. Noch mal mit der Versuchung. Das war zu hastig davon. Erstmal geht er mal rüber auf Deutsch hinz. Den 70. Es steht nur 0-2, ein Tor und dann sieht das wieder ganz anders aus, die Nummer. Aber jetzt erstmal geklärt. Und raus damit erstmal. Und damit sind sie am Ball. Glück gehabt. Gott, das ist den Kobayashi, der gut damit gespielt hat, der durchmarschiert ist. Ruiz. Kann sich das mal durchmarschieren. Und dann steht es nur noch 2-1. Ja, doch, nur noch 2-1, genau. Das ist richtig. 77. Minute, das 1-2. Da haben wir ihn einmal laufen lassen da vorne. Einmal laufen lassen. Halilovic. Und dann von dem kam noch die Flanke dann noch. 2-1, hier ist noch alles drin. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Verteidiger ist dazwischen. Hecke, zumindest das. Nee, Freistoß, Krüger. Jetzt kriegt er zumindest doch die Ecke. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht doch noch den Elfmeter gibt oder so. Corona, der ist weg. Einundachtzigste Minute. Es ist noch ein bisschen Zeit. Es ist doch knapp. Da darf aber auch keiner. Es gibt doch mal frei. Richtig, das ist jetzt mal wichtig. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit.
Jesus Corona. Entschlossen geklärt. Halilovic. Das kann man doch mal. Mal sehen, ob sie den nutzen. Oh, bitte, 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 bitte nicht. Leider nicht, also Gott sei Dank nicht, dass es der Frei. Diese Verwarnung geht. Ja, es werden nochmal zwei Minuten draufgelegt. Dieser Pass für jetzt ein Ziel, ey. Wird es hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Und mit diesem. Yes! Mit. Das Spiel ist aus. Der Sieg. Und ein bisschen Dusel. Gäbe es diesen 2-1 Auswärtssieg bei Fortuna Sittard und man ist wieder drin in der Partie. Den erfolgreichsten Angriff, die meisten Tore und heute haben wir wieder gesehen, warum das so ist. Man gewinnt beim Auswärts, beim sicher im Abschluss. Man gewinnt beim Überraschungsteam, jedenfalls. Oh, haben wir gewinnt im 2-1, ne? Ja. Ja, es ist wieder ein bisschen eng da oben jetzt auf einmal. 15 Jahre, wir haben immer noch 7 Punkte Rückstand auf Eindhoven. Die sich natürlich jetzt mit ihrem eigenen Sieg absetzen konnten nach der Nummer. Die haben gegen Alkmaar 1-0 gewonnen auswärts. Die haben gegen Alkmaar auswärts 1-0 gewonnen. Damit sind sie die einzige ungeschlagene Mannschaft. Ja, wie gesagt, wir müssen gegen die selber gewinnen, damit wir da vielleicht noch ein bisschen was rankämpfen können. Gut. Damit würde ich sagen, machen wir Feierabend heute. Wir sehen uns wieder mit dem nächsten Duell gegen Excelsior.